schöne Corvette da hinten, aber ja. Moin moin Leute, willkommen zum neuen Video. Und ja, ihr lest schon im Titel, nein, das soll kein Clickbait sein. Immer wieder in letzter Zeit, immer wieder. Und es stimmt halt wirklich einfach nicht. Denn viele behaupten, dass ich jetzt schon 325er zu Schrott gefahren habe. Was ja eigentlich so an sich nicht stimmt. Ich hatte zwar drei, aber ich habe nur eine zu Schrott gefahren. Und ich mache dieses Video eigentlich heute nur mal, um aufzuklären, da viele Lügen herumkursieren. Ja, um einfach mal aufzuklären. Denn irgendwie regt es mich schon langsam mal auf, aber meistens ignoriere ich sie auch einfach, denn ich habe da immer keinen Bock mehr drauf. Und ja. Und ich werde auch in diesem Video ein paar Sachen klarstellen, die ich eigentlich so auch noch niemals gesagt habe. Und auch teilweise brutal klingen, denn was viele nicht wissen, habe ich bis jetzt glaube ich auch noch wirklich keinen gesagt. Meine Freunde wieder. Meine erste 125er wurde auch geklaut. Was viele nicht wissen, habe ich bis jetzt auch eigentlich noch nie gesagt, da ich das eigentlich nicht wollte, dass das jemand weiß. Frag mich nicht warum, aber ja. Ich würde sagen, wir fangen mit der ganzen Geschichte einfach mal von vorne an. Nämlich im Jahre 2000. Oh, okay. Ich glaube, das war etwas zu weit am Anfang, oder? 2016 habe ich ja meinen Führerschein gemacht. Und ich glaube, ich kann mich ja daran wirklich kaum noch erinnern. Ich habe meine 125er im... Puh! Ich glaube, im Juli habe ich sie gekauft. Ja, die habe ich bar gekauft. Ja, die habe ich wirklich bar gekauft. Nämlich meine 2016er Duke. Kann ich ja auch mal ein Bild einblenden. Das Teil war wirklich geil. Das Teil war wirklich geil. An der habe ich eigentlich wirklich auch kaum was verändert. Also ich kann es euch sagen, ich hatte genau Highsider-Spiegeln. Das war es, was ich verändert hatte. Denn damals hatte ich da noch nicht das Belangen dafür, so viel daran zu ändern. Mir haben mich nur die Spiegel gestört. Die habe ich dann gleich mal geändert. Und ja, ich glaube die... Und mit der hatte ich wirklich viele geile Momente. Zum Beispiel habe ich mit der auch Wheelie fahren gelernt. Nur, irgendwie, mit der habe ich wirklich 10, 15 Meter lange Wheelies gekonnt. Nur irgendwie habe ich die wirklich verlernt. Und ich hatte mit der auch meinen ersten Unfall. Nicht selbst verschulden. Da wurde mir nämlich die Vorfahrt genommen. Werde ich euch gleich auch noch etwas mehr erläutern, wie das so passiert ist. Ich dachte mir eines Tages, da meine KTM in der Werkstatt war, hat ein, zwei Probleme, die habe ich beheben lassen. Da habe ich die von der Werkstatt abgeholt, die war in Wels. In der Werkstatt, da in Wels kein Mechaniker da war, das war nämlich, glaube Ende Jänner war das, die habe ich dann abgeholt. Dann auf dem Heimweg nach Linz, circa 50 Meter bevor ich zu Hause war und in Sicherheit wäre, dachte sich irgend so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Transporterfahrer, war irgendein Firmenwagen. Ja, er müsste mal einfach, ohne zu gucken, Vollgas aus einer Einfahrt herauszufahren. Dachte sich der einfach mal und hat mich halt dann wirklich gut erwischt. Ich bin ihm dann ungefähr mit den 60 in die Seite gedonnert. Und ich würde mal so sagen, ihr wisst, mit den 60 in die Seite kann übel ausgehen. Also mir und meiner KTM ist eigentlich wirklich nicht passiert. Bei mir war ein Highsider-Spiegel kaputt und der Lenker etwas verbogen, aber gerade so war gerade. Und ja, ich hatte aber dann trotzdem irgendwie am Überlegen, obwohl ich eigentlich wirklich zufrieden mit meiner KTM war, zu wechseln. Und ich wollte die verkaufen und mir eventuell eine CWR holen. Da mir eine CWR die Repsol wirklich sehr gefallen hat. Dann habe ich etwas mit dem Händler geschrieben, dass ich vorbeikommen will. Aber dann ist leider was passiert, was ich wirklich nicht verstehe. Meine KTM wurde geklaut. Und das ist jetzt kein Clickbait oder so. Deswegen steht das auch nicht im Titel, denn ich wollte jetzt nicht um den Clickbait oder so machen. Und die wurde einfach wirklich geklaut. Frag mich nicht warum, die war zwar kaputt, aber sie wurde geklaut. Aber okay, ich hatte ja zum Glück Vollkasko. Sorry. Bei meiner ersten 125 hatte ich ja Teilkasko, aber Diebstahl war zum Glück dabei. Zum Glück.
Sprich, ich habe das Geld von der Versicherung bekommen und habe mir dann eine CBR gekauft. Mit der war ich anfangs eigentlich wirklich zufrieden. Anfangs. Ja, anfangs. Mit der war ich anfangs eigentlich wirklich zufrieden, nur ich weiß, es hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, aber Vorbesitzerin war eine ältere Dame von 125er CBR, fragt mich nicht warum. Und sie hat die CBR anscheinend nie warm gefahren. Das wusste ich halt nicht. Hat sie anscheinend nie warm gefahren. So habe ich nach 10.000 Kilometern, die ich gefahren bin, gemerkt, ja irgendwie wird die Leistung weniger. Ja, dann mal zu einem Freund, zum Mechaniker gefahren und der hat mal so eine, ja ich kenne mich halt auch nicht, so eine Kompressionsmessung gemacht und sie hat anscheinend wirklich nicht mehr die komplette Kompression gehabt und sie hat auch Unmengen Öl verbraucht und somit hatte ich dann wohl einen Motorschaden. Das hat mich dann richtig angefixt, aber man hat sie ja noch fahren können und ich dachte mir, ich fahre sie so lange, bis sie Schrott ist und dann hole ich mir den gebrauchten CBR-Motor, gibt sie auch relativ günstig, dachte ich mir, ja, geht schon. Den gebrauchten CBR-Motor. Eines Tages bin ich dann wieder, wie der Zufall es so will, habe ich ein paar Wheelies geübt. Den Wheelie-Fail kennt ihr auch alle, aber ich sage mal so, bei dem Wheelie-Fail ist wirklich nichts kaputt gegangen. Mein Blinker war etwas schief, aber sonst war da wirklich nichts Großartiges kaputt. Und ich war eigentlich bis dorthin zufrieden mit der. Sie ist immer angesprungen, alles tippitoppi, obwohl sie etwas Leistungsverlust hatte, aber okay. Dann eines Tages bin ich mit einem Kumpel zum Megas gefahren. Wir haben dort auf einem Parkplatz geparkt. Der war, keine Ahnung, ich glaube einen Kilometer weit weg vom Megas. Frag mich nicht, warum ich so weit weggeparkt habe. Ich bereue es, kann ich euch sagen. Denn wir waren da ungefähr 1,5 Stunden beim Megas, haben etwas gequatscht. Und als ich zurückkam, lag sie da. Ja, so wie es ausschaut, hat mir jemand meine CBR umgefahren. Was für ein Abfall, ja? Ich habe zwar, habe ich eh schon mal in einem anderen Video gesagt, Polizei haben alles gerufen, wurde auch alles aufgenommen. Am Ende kam raus, ja, wo wird nicht gefunden, bla 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 bla, ich hatte nur Haftpflicht, Geld weg. Ja, nice. Die CBR habe ich dann, wow, ich glaube 1020 Euro, ja, irgendwie sowas habe ich die dann verkauft. Ja, der Käufer hat es auch gewusst, dass die Motorschaden und so hatte. Aber er hat gesagt, er richtet sie die wieder her für seinen Sohn, bla bla bla. Und ja, dann waren wir alle zufrieden. Ich das Geld dann genommen für eine Anzahlung. Hab dann alles verkauft, was ich so hatte. Hab sogar meine PS4 verkauft und alles. Nur, dass ich mir meine Duke holen kann. Ich bin dann zur KTM, hab die mal Probe gefahren. Das Video ist sogar noch online. Zur Probefahrt zur 125er Duke könnt ihr natürlich auch noch alles gucken. Oh ja, Sound. Und ich bin zu spät. Weil ich treffe mich da gerade mit einem Zuschauer. Ich bin zur KTM, habe einen 1000 Euro angezahlt für die neue Duke, da mir die wirklich einfach gefallen hat. Und ja, die habe ich dann auch eine Woche später schon abholen können. Da habe ich, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen die 1000 Kilometer raufgefahren. Frag mich nicht warum, also es war eigentlich teilweise nur Horror. Die habe ich wirklich eingefahren. Meine erste 125 habe ich auch nicht eingefahren, was viele nicht wissen. Aber ich hatte keine Motorschaden. Die habe ich alles schön eingefahren. Und dann einen Tag nach dem 1000er Service ist auch wieder mal was Geiles passiert. Das musste jetzt sein. Junge, so geil. Wo war ich? Ach ja, einen Tag nachdem ich meine Tube abgeholt habe, dachte ich mir, ich fahre mal aus meiner Einfahrt raus, also aus einer Straße. Ich hatte grün. Alter, wow. Vorderreifen dezent rutschen, nice. Ich dachte mir, ja, ich fahre einfach mal raus. Ich hatte ja grün, hatte so 55 km/h drauf, über eine Kreuzung. Die will abbiegen. Hat mir in die Augen gesehen und fährt mir einfach fast rein. Ich weiche aus, nehme den Lichtmasten mit, alles okay. Mir ist eigentlich nichts passiert, nur meine KTM hat halt auf der Seite alles voll zerkratzt. War eigentlich eh halb so schlimm, nur sie wollte halt nicht zugeben, dass sie Schuld hat, etc. Wie das halt immer so ist, das ist eine Streitfrage. Ja, und endgültig ist dann rausgekommen, ich hatte nach einem halben Jahr mein Geld. Und das war es eigentlich. Und dann kam halt der 31.05. wo ich meinen Unfall hatte. Und das Video zu diesem Unfall kommt zu einem anderen, kommt
kommt in einem anderen Video der Unfall. Da das Video jetzt einfach zu lange wird und ich bin jetzt auch schon da, deswegen würde ich einfach sagen, wir sehen uns wohl im nächsten Video, was wohl dann der Unfall sein wird. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace! Alter, ich hasse diese Reife.